Für mein Empfinden eine große Gewalttätigkeit. Was heißt es denn, Deutschland gemeinsam machen? Das ist doch gar kein Satz. Dieses Geduze macht mich kirre. Es ist ein Energiewerbespot, oder? 5 Uhr. Jochen steht auf. Mein Name ist Martin Schmidt. Wer ist eigentlich Martin Schmidt? Ich bin Ehemann, Vater und Industriemechaniker. Ist das ein Kandidat von der AfD? Ich lebe ein ganz normales Leben. Stehe früh auf und sorge für meine kleine Familie, wie es ihnen geht. Ich weiß, normal klingt langweilig für manche. Besonders für die Experten im Fernsehen. Aber das ist mir egal. So Experten im Fernsehen werden ja auch meistens gefragt, wenn nicht normale Dinge geschehen, so wie Fluten oder so. Vielleicht aber werden irgendwann Fluten so normal, dass wir gar keine Experten mehr brauchen. Jedenfalls, wenn die AfD drankommt, könnte das ja die neue Normalität sein. Normal ist für mich... Muss man überhaupt nicht nachdenken, ist ja wunderschön für uns. Und vielleicht sogar sauber. Man sieht, ist was im Argen. Dass nicht immer nur einfache Bürger drankommen, sondern mal wieder echte Ganoven. Oh, warte. Kann ich da nochmal zurückspulen? Das ist ja bezaubernd. Das Wettcasino. Da weiß man wirklich, da ist der Teufel direkt abgebildet. Ein weißer, was ist das? Fieser weißer BMW vor dem Wettcasino 4000. Wir wissen ja, Wettcasino 4000, diese berüchtigte Ganovenkette. Da habe ich auch schon viel Geld verloren. Dass man die Kleinen wieder beschützt, damit die Großen nicht immer größer werden. Und dass die Regierung uns nicht nur abkassiert, wo es geht, Bestsprit, sondern einfach mal wieder für uns funktioniert. In welcher Welt leben die eigentlich? All das war doch mal normal in Deutschland. What? Als die Politiker noch wussten, für wen sie da sind. Das klingt mir jetzt ja ganz beunruhigend. Als die Politiker noch wussten, für wen sie da sind. Denn das bedeutet ja nur für Menschen wie den, der da gerade zur Arbeit fährt und für alle anderen vielleicht lieber nicht. Ganz ehrlich, wir müssen einmal was ändern. Und ich denke, die Zeit ist jetzt. Wählen Sie jetzt geht's zu schnell. Deutschland, aber schön, aber sicher, aber normal. Moment, können wir das nochmal haben? Das kann man gar nicht so schnell mitsprechen. Aber schön, aber sicher, aber stark, aber normal. Aha, für wen wird geworben? Sehen Sie aber, guck. Ich meine, so blödsinnig natürlich ein Satz ist wie Deutschland, aber normal, hat er trotzdem in sich natürlich eine ungeheure Bedrohlichkeit. Also jedenfalls empfinde ich das so, dass alles, was uns in diesem kurzen Video nicht gezeigt wird, irgendwie eigentlich jenseits des Normalen liegt und der damit eben ausgegrenzt ist. Fragt sich trotzdem, wer in diesem Land leben möchte. Ich weiß es nicht zu sagen. Aber normal. Insofern finde ich diesen Spot unbrauchbar, obwohl ich natürlich im Netz gesehen habe, dass er reichlich positive Kommentare bekommt für Menschen, die sich ebenfalls nach einer deutschen Normalität sehnen, in der nur bestimmte Menschen von der Politik gemeint sind. Schauerlich.